So, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kai Helfrecht, liebe Gäste. Herzlich willkommen zu dieser Elisabeth Lichtenberger Lecture, die im Rahmen der Akademievorlesungen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften stattfindet. Im Rahmen der Akademievorlesungen sprechen bekanntlich hochkarätige WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten zu Themen, von dem wir hoffen, dass sie allgemeines Interesse finden. Wir hatten Akademievorlesungen unlängst von Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Sie hat gesprochen damals zum Thema gespaltene Gesellschaft oder wie kommt eine gespaltene Gesellschaft durch diese Multikrisen. Wir hatten den Nobelpreisträger Sir André Geim über Graphen. Und wir hatten einen tollen Vortrag auch von Hans-Werner Sinn über die neue Inflation, die inzwischen leider keine neue mehr ist. Heute geht es um Klimawandel oder besser gesagt um die Klimakrise, um das Verschwinden der Gletscher, mehr oder minder, in Österreich, was natürlich ein Thema ist, welches öffentliches Interesse findet oder finden sollte. Darf ich vielleicht etwas zur Namensgebung dieser Lecture, zur Namensgeberin dieser Lecture, zur Elisabeth Lichtenberger sagen? Ich weiß nicht, ob es manche noch gibt, die Sie kennen, Geografen und Geografinnen. Sie war meine Lehrerin, Elisabeth Lichtenberger. Ich kannte sie daher sehr gut. Sie war Jahrgang 1925. Sie durfte, wie sie mir oft erzählte, unangepasst und ohne Rollenzwang in einem Ottakringer Haushalt aufwachsen. Sie studierte unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges Geografie, Geschichte und noch andere Fächer. Sie promovierte in Rekordzeit über die Morphologie der Gailtaler Alpen. Sie fand dann sehr schnell den Weg in die Wissenschaft und wurde 1955 Assistentin bei Hans Bobeck, auch ein ganz berühmter Forscher mit einer Spezialisierung auf den Iran. Nach langen 16 Assistentenjahre mit jeweils einjährigen Verlängerungen, die der damalige Ordinarius gegeben hat am Ende des Jahres oder eben manchmal auch nicht. Es waren andere Zeiten, als es heute thematisiert wird. Es hat lang gedauert nach diesen 16 Assistentenjahren mit einjährigen Verträgen, bis sie dann Anfang der 70er Jahre, 71, außerordentliche Professorin, ein Jahr später ordentliche Professorin wurde und dann insgesamt nach einer 40-jährigen Dienstzugehörigkeit zur Universität Wien die Emeritierung erhielt. Sie war so etwas wie eine Doyen meines Faches, Geografie. Sie hatte ein absolut furchtloses Auftreten in der Männerwelt und die Männerwelt war eine, die in den 50er und 60er Jahren viel bedeutsamer war, als es heute ist. Und die Männerwelt brachte ihr aufgrund dieses furchtlosen Auftretens auch so etwas wie Respekt und Anerkennung. Sie war im Inland und Ausland bekannt, wie kein anderer Vertreter meines Faches. Sie hat viele empirische und theoretische Arbeiten geleistet über Europa, Österreich, über Bergbauern, über den Tourismus in den Alpen, aber auch über die Zuwanderung in die Städte, über Stadtverfall, Stadterneuerung und vieles andere mehr. Und das waren vielbeachtete Arbeiten. Sie war inhaltlich enorm breit und sie hat sich am Anfang immer die Frage gestellt, um was geht es eigentlich? Was ist das eigentliche Problem, welches ich mit Forschung lösen möchte? Sie hat sich von Disziplinen gelöst und die Forschungsfrage in den Vordergrund gestellt. Heute könnte man sagen, das ist transdisziplinäre Forschung, wo die Frage im Vordergrund steht und das Disziplinäre nachkommt. Sie hat viele ihrer Arbeiten übersetzen lassen können und sie hat auch zwei Ehrendoktorate bezogen, eins aus Leipzig und eins aus Chicago. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren. Ich habe manchmal den Wunsch, mit manchen Verstorbenen nochmals das ein oder andere Wort wechseln zu wollen. Geht nicht, weiß ich schon. Aber Elisabeth Lichtenberger gehört dazu.
mit der ich ganz gern noch mal reden würde, denn sie war kritisch, kreativ und umfassend im Denken. Ich denke oft noch an Sie. Heute geht es aber um Sie, Herr Helfricht. Sie sind Glaziologe und Umweltforscher. Sie forschen seit Jahren zu den österreichischen Gletschern. Und Ihre wissenschaftlichen Projekte liegen an der Schnittstelle zwischen Glaziologie, Hydrologie und Geomorphologie. Ihre Dissertation zur Untersuchung der räumlichen wie zeitlichen Schneedeckenvariabilität im Hochgebirge wurde 2014 von der österreichischen Hydrologischen Gesellschaft mit dem Werner-Kresser-Preis ausgezeichnet. Sie haben auch an drei Projekten des Earth System Science Programm mitgearbeitet und dabei die Eisvolumina der Gletscher Österreichs modelliert mit ganz unterschiedlichen Parametern auch im Hintergrund. Und Sie erhielten dafür auch den Best Publication Award der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Das ESS-Programm ist übrigens für die Akademie, ich denke aber auch für die Republik, ein wichtiges Programm zur Förderung von inter- und transdisziplinären Projekten im Bereich der Erdsystemwissenschaften. Wir haben ja manchmal das Problem, dass die Disziplinen zu wirkmächtig sind. Auch die Organisationsstruktur der Universitäten in Fakultäten fördert nicht unbedingt das transdisziplinäre, inter- oder multidisziplinäre Denken, Handeln und Forschen. Daher ist ESS, glaube ich, sehr wichtig. Es gibt drei Nationalkomitees im Hintergrund und diese drei Nationalkomitees begleiten und steuern das Programm, aber auch die Projekte. Und ich danke ganz besonders den Vorsitzenden stellvertretend für auch die Mitglieder dieser Nationalkomitees, Verena Winiwater, Werner Piller und Marianne Penker, für ihr Interesse, für ihren Einsatz und für ihre Arbeit, die sie dort vollkommen ehrenamtlich investieren. Ich denke, nun folgt der Vortrag, nehmen Sie ruhig Platz. Dann kommt eine Diskussion. Die Diskussion wird moderiert von unserem wirklichen Mitglied Verena Winiwater. Und anschließend gibt es auch einen Empfang in der Aula, wo man gleichzeitig auch anhand von einer Posterausstellung die Projekte von ESS besichtigen, besuchen und auch darüber diskutieren kann. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen späten Nachmittag, schönen frühen Abend. Herr Helfricht, Sie haben das Wort. Ich bedanke mich fürs Kommen in die Akademie der Wissenschaften. Sehr geehrter Herr Präsident Fassmann, werte Mitglieder der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Nationalkomitees des Earth System Science Programms, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Es ist eine große Ehre, heute für mich hier zu stehen und über doch einen großen Teil meiner wissenschaftlichen Karriere bis heute zu reflektieren auch, vor allen Dingen reflektieren über Projekte, die ich im Rahmen des ESS-Programms habe durchführen können. Und insofern bedanke ich mich für die Möglichkeit und auch für die einleitenden Worte, Herr Präsident. Und ich möchte meinen Vortrag beginnen genau mit diesem Bild, was Sie hier sehen unter dem Titel. Es ist eine Panoramaaufnahme im Jammtal in der Silfretta. Und ich glaube, das gibt zum einen Teil sehr gut wieder, worum es heute geht. Wir sehen zum einen den Jammtal ferner als schwindenden Gletscher mit seiner Schuttbedeckung. Wir sehen, es ist nicht mehr das gleißende Weiß, es ist viel Dreck, viel Dunkel drauf. Wir sehen in Folge das Gerinne, den Abfluss, also hier Prozesse in diesem Gebirgsraum, die sich eben fortsetzen bis in den Kultur- und Siedlungsraum, Kulturraum in Grün, gut sichtbar, die Beweidung und Kulturraum in dem Fall das Paznauntal oder Galtür
was sich zum Schluss des sichtbaren Tales anschließt. Und da es um die Gletscher in Österreich geht, werde ich in den folgenden Folien öfter von einem Gletscher zum anderen wechseln. Ein Gletscher, der sehr oft auftauchen wird, ist der Hallstätter Gletscher. Warum? Dieser ist einer der großen Konstanten in meinem Leben, denn rund 3/4 meiner Lebenszeit bin ich quasi jährlich am Dachstein gewesen. Es gibt aber auch noch einen zweiten Grund, und zwar ist der Hallstätter Gletscher einer der Pioniergletscher in der Glaziologie, in der Gletscherforschung. Denn, wie Sie auf der linken Seite sehen, gibt es hier gut dokumentiert Zeugnisse des Gletscherhochstandes um 1850, nicht nur aus der Geomorphologie heraus, sondern eben auch durch sehr genaue und detailtreue Skizzierungen und Zeichnungen. Sie sehen rechts daneben ein aktuelles Bild vom Hallstätter Gletscher. Ich habe es versucht, ungefähr ins Verhältnis zu setzen. Also man sieht schon da eine große Änderung in dieser Zeit. Wo haben wir diese gute Dokumentation her? Friedrich Simoni, einer der großen Naturforscher Mitte des 19. Jahrhunderts, erster Professor der Geographie in Österreich und Mitglied der Gründungsversammlung des Österreichischen Alpenvereins. Und sein Vermächtnis ist wirklich eine Vielzahl an Detail- und vor allen Dingen maßstabsgetreuen, das ist noch viel das Wichtigere, Übermittlungen dieser letzten sogenannten kleinen Eiszeit um 1850 von nunmehr 170 Jahren. Ich hatte sogar das Glück, ihn im vergangenen Jahr persönlich kennenzulernen. Gut, dass wir vorhin es angesprochen hatten, natürlich in dem Fall ein Schauspieler, es ging um eine Dokumentation, aber auch für mich wieder sehr viel gelernt über diese Zeit. Jetzt springen wir in ein weiteres Tal, was für die Glaziologie sehr wichtig ist, vor allen Dingen in der Forschung, das Rofental in den Ötztaler Alpen. Denn hier beginnen noch deutlich vor Simoni erste Aufzeichnungen von Naturprozessen, die riesigen Bürgen bzw. zu Naturkatastrophen geführt haben. Wir sehen hier den Vorstoß des Vernagtferners um 1600, der den sogenannten Eissee aufgestaut hat, also Wasser, was aus dem Tal sich hinter den Eismassen angesammelt hat, und irgendwann ist der Druck so stark geworden, dass es zu einem Ausbruch kam und es quasi im Verlauf des Ötztales zu Verwüstungen kam. Wir sehen auch, wie der Vernagtferner dargestellt ist, also ein sehr hochdynamischer Gletscher, sehr viel Gletscherspalten, sehr aufgebrochen. Und diese Art der Dynamik des Gletschers, das Vorstoßen, Aufbrechen, Zurückgehen, hat eigentlich bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts tatsächlich angehalten, auch in den Ötztaler Alpen. Wir sehen hier, und ich empfehle Ihnen allen, wenn Sie eine freie Minute haben, dieses Comic zu googeln. Es gibt 7 Folien davon. Aber was wir vor allen Dingen sehen, ist den Vorstoß und den Rückstoß des Vernagtferners natürlich schon an einer deutlich anderen Position. Und jetzt kommen wir zu diesem Zustand. Wir sehen auf der linken Seite die letzte Folie und auf der rechten Seite sozusagen den Ist-Zustand zu unserer jetzigen Zeit. Und ich habe 2 Fragen einfach mit Wörtern aufgeworfen. Natürlich haben auch damals zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Prozessverständnis eingesetzt, aber die Frage ist, inwiefern sind das die gleichen Prozesse, die wir jetzt noch beobachten? Und was birgt sozusagen dieser neue, und ich habe auch alter Zustand geschrieben, denn es gab natürlich auch eine Zeit vor der kleinen Eiszeit, wo die Gletscher ähnlich klein oder ähnlich groß, klein bzw. sogar geringmächtiger wie heute waren. Also wir bewegen uns da in der Schnittmenge, dass wir wirklich wieder in einen Systemzustand kommen, den wir eigentlich aus der Dokumentation der letzten 100, 170 Jahre nicht kennen. Was ist passiert in den letzten 170 Jahren? Und hier sehen wir sogar bis 1760, also wo die ersten instrumentellen Messungen eingesetzt haben, den Temperaturverlauf der Jahresmitteltemperatur in Österreich,
Ich glaube, den meisten von Ihnen ist diese Grafik nicht komplett neu. Und wir sehen vor allen Dingen auch diesen starken Anstieg der Temperatur ab den 80er Jahren. Jetzt ist die Temperatur ein sehr einfacher Proxy, vor allen Dingen die Jahresmitteltemperatur. Und wenn wir jetzt von Gletschern reden, dann müssen wir das Ganze schon etwas auch saisonaler sehen. Und auf dieser Folie ist der Verlauf sozusagen der Massenbilanz oder der Verlauf eines Jahres am Hallstätter Gletscher zu sehen. Sie sehen zuerst die Winterakkumulation im Hochwinter im Januar. Man sieht im Mai, schaut das natürlich alles nicht mehr so frisch aus, aber es ist deutlich mehr Schnee da. Und der 1. Mai ist eigentlich so in der Glaziologie das Datum, wo man sagt, ab diesem Punkt verliert der Gletscher mehr an Schneedecke, wie im oberen Teil durch Schneefälle hinzukommt. Also das Ende des hydrologischen Winterhalbjahres. Wichtig für die Gletscher, wie wir es da am 18. Mai sehen, Schneefälle, die trotzdem weiterhin auch Akkumulation bringen, auch im Sommer. Und in diesem Fall links unten der 20. Juli, also wenn der Gletscher am Ende des Jahres, sprich am 30. September ungefähr so ausschauen würde, dann wäre er vielleicht im Gleichgewicht. Also man sagt, ungefähr 70% der Fläche müsste schneebedeckt sein, damit er das ist. Die Realität sehen Sie im weiteren Verlauf. Also wir haben Ende September mehr oder weniger keine Rücklagen mehr aus dem Winter und das Scheiden des Gletschers ist sozusagen vorprogrammiert. Was haben wir mittlerweile zur Verfügung, um Gletscher und seine oder ihre Veränderungen zu analysieren, zu erforschen? Und das ist der große Unterschied eben zu der Zeit von Friedrich Simoni zum Beispiel. Also wir haben mittlerweile die Möglichkeit, in einem sehr hohen Detailgrad, und da reden wir vom Submeterbereich, also im Dezimeterbereich, Aufnahmen zu machen von ganzen Gletschern, die uns ein sehr hohes Detailgrad geben an Oberflächenstrukturen, aber auch der Verteilung von, wo ist der Gletscher schneefrei, wo befinden sich noch Schneereste, wo befindet sich Firn. Und auch hier sieht man eigentlich den Zustand der letzten Jahre, weil wenn Sie genau hinschauen, da wo das Wort Firn steht, also Firn eigentlich der Schnee von fern, aus früheren Zeiten, sehen Sie diese verschiedenen Grauabstufungen. Das heißt, das sind eigentlich Jahresakkumulationen, die irgendwann liegen geblieben sind. Heutzutage werden selbst diese Akkumulationen weggeschmolzen. Also keine Chance mehr, dass daraus noch Eis entsteht. Was können wir natürlich mit diesen hochaufgelösten Aufnahmen machen? Und das sind vor allen Dingen Geländemodelle, die uns helfen, in der jetzigen Zeit Veränderungen der Gletscher zu dokumentieren, zu messen, zu analysieren. Zum einen aus der Fotogrammetrie, zum anderen aus dem Laserscanning. Und es gibt natürlich je nach Detailgrad, den man erreichen mag, da verschiedene Plattformen. Man kann terrestrisch arbeiten, man hat einen kleinen Ausschnitt in einer sehr hohen Auflösung, bis hin eben zur Satellitenfernerkundung. Das heißt, wir haben einen sehr großen Bereich abgedeckt, den ganzen Alpenbogen zum Beispiel, aber natürlich in einer geringeren räumlichen und zeitlichen Auflösung. Habe ich jetzt zwei Höhenmodelle, kann ich diese voneinander abziehen? Und was ich erhalte, sind sozusagen die Höhenänderungen, die Volumensänderungen, die Massenänderungen der Gletscher zwischen diesen zwei Aufnahmedaten. Eine zweite Information, die wir brauchen, um Gletscheränderungen zu dokumentieren, ist natürlich die Eisdickenverteilung. Also wir wissen, wie viel sie an der Oberfläche ändert, aber natürlich ist auch interessant, wie viel haben wir denn noch? Das war eben eine der Studien, die bereits angesprochen wurden, zur kalibrierten Ermittlung der Eisdickenverteilung in Österreich. Kalibriert warum? Es gibt natürlich mittlerweile auch globale Berechnungen der Eisvolumina, aber diese konzentrieren sich natürlich auch auf die Gebirge, wo wir deutlich mehr Eisvolumen haben wie da in den österreichischen Alpen. Also so eine regionale Perspektive macht auf jeden Fall Sinn, da die bestehenden Daten einzubeziehen. Und auch hier ein sehr starker Bezug zur Österreichischen Akademie der Wissenschaften, denn diese Eisdickenmessungen in den 1990er Jahren vor allen Dingen wurden
federführend von Michael Kuhn auch durch die Kommission für geophysikalische Messungen durchgeführt. Also ein großer Datenschatz, den wir da haben und nutzen können, um Modelle anzukalibrieren. Was haben wir, oder wenn man diese Daten jetzt zusammenträgt, dann sehen wir die Entwicklung der Gletscher über die vergangenen 170 Jahre. Und zum einen sind es natürlich die flächigen Änderungen, die man ableiten kann und worauf ich mich gerade bezogen habe, sozusagen auch das Gletschervolumen, die Masse. Und wir sehen, dass die Gletscher in Österreich eigentlich seit der Kleinen Eiszeit 2/3 ihrer Masse wieder verloren haben. Wenn man das jetzige Volumen, Eisvolumen schmelzen würde, dann würden wir ungefähr einen Wasserspiegel von 13 cm über ganz Österreich verteilt erhalten. Somit eigentlich zur Einführung zum Ist-Zustand oder zu den Änderungen der Gletscher. Also Sie haben vor rund 170 Jahren die letzte maximale Ausdehnung zur Kleinen Eiszeit erreicht. Seitdem haben Sie deutlich mehr wie die Hälfte Ihrer Masse verloren. Allein zwischen 2006 und 2016, also in 10 Jahren, verloren Sie ein Fünftel Ihrer Masse von 2006, also gut 20%. Und durchschnittlich, das ist auch so ein Wert, den man sich merken kann, verlieren Sie zumindest, wenn man die vergangenen 10, 20 Jahre anschaut, 1 Meter an Eisdicke, gemittelt natürlich über die gesamte Eisfläche. Das sind ungefähr 2-3% Ihres Volumens. Ich habe aus meiner Publikation nochmal 2 Grafiken. Die erste zeigt vielleicht ganz interessant die Verteilung der Eisvolumina in Österreich, wo wir sehen, das Ganze ist sehr konzentriert zum einen auf die Ötztalalpen, also da haben wir das meiste Eisvolumen liegen, und dann sind eigentlich die Gebirgsregionen in den Tauern, die Venediger, der Venediger Stock und die Glocknergruppe, eigentlich die 2 Gebirgsgruppen mit den größten Eisvolumina. Eine weitere Grafik, die ich ganz gerne zeige, sehen Sie hier, und zwar ist da die Message, dass es eigentlich sehr wenige Gletscher sind, und das sind die großen Kreise am oberen rechten Ende, die einen sehr großen Teil des Gletschervolumens in Österreich ausmachen. Also es sind die 10 oder 11 größten Gletscher, die eben noch eine Fläche von mehr wie 5 Quadratkilometer haben, die aber allein 1/3 des Eisvolumens in Österreich ausmachen, also schon sehr entscheidend sind für die Wasserreserven, die auch übrig sind. Das sind tatsächlich auch die Gletscher, wo massenmäßig jetzt ja am meisten verloren geht, relativ zu ihrer Größe natürlich nicht so viel, da verlieren die Kleinen wieder mehr, weil sie halt schon klein sind. Aber das sind wirklich die Gletscher, wo sie massenmäßig am meisten abspielt, wo auch entsprechend viel Abfluss produziert wird bei der Gletscherschmelze. Und da sind wir bei der Gletscherspende. Und zwar versteht man darum, diesen Beitrag, der zurzeit zusätzlich dem Abfluss, den Flüssen zugespielt wird, dadurch, dass die Gletscher an Masse verlieren. Und ich habe gemeinsam ebenfalls mit Michael Kuhn ein Projekt Eis und Wasser in Tirol, hat es sich genannt, bearbeitet. Das ist mittlerweile schon gute 10 Jahre her, aber grundsätzlich hat sich da nicht so viel verändert. Was Sie hier sehen können, ist dieser Gletscherspeicherbeitrag. Blaue Werte sind ungefähr 500 Millimeter bezogen auf das Einzugsgebiet. Also wenn das Einzugsgebiet zur Hälfte vergletschert wird, dann sind wir ungefähr wieder bei diesem 1 Meter Eisdickenverlust, den ich vorher genannt habe. Was heraussticht, sind die 3 Einzugsgebiete im Hofental, die Sie in Blau sehen können, und im starken Gegensatz dazu
die zwei Einzugsgebiete im Südtiroler Finchgau. Auch da Gletscher, aber auch aufgrund ihrer Größe natürlich ein geringerer Beitrag. Die zweite Grafik, die dagegen steht, ist der Abfluss in diesem Gebiet. Und hier sehen wir sehr deutlich, dass natürlich die Einzugsgebiete auf der Südseite, die trockenen Einzugsgebiete im Finchgau, da sichtbar sind. Und was jetzt tragend wird, ist quasi dieses Verhältnis. Also wie groß ist diese Gletscherspende im Verhältnis zum Abfluss? Denn fällt diese Gletscherspende irgendwann weg, dann bleibt halt in den Einzugsgebieten, die grundsätzlich davon zurzeit eher einen großen Beitrag haben, eben weniger übrig. Auf den Karten vorher haben wir aber einen Jahreswert gesehen. Also es war die Betrachtung eines Wertes gemittelt über das gesamte Jahr. Sehr wichtig in Bezug aber auf die Gletscherspende und auf die Eisschmelze ist, dass eben diese Beiträge vor allen Dingen in den Sommermonaten ausgleichend wirken. Also da, wo ich generell eher Trockenperioden habe, diese sehr labile, gewitterlastige Zeit im Juni, Anfang Juli ist auch schon vorbei, genau da greift eigentlich in den vergletscherten Einzugsgebieten die Eisschmelze. Und das können Sie hier anhand der schwarzen Linie sehen, dass doch ein großer Teil sozusagen des Abflusses blau beobachtet, rot simuliert, also das ist Teil einer Modellstudie, ein sehr großer Teil, vor allen Dingen im August, hier durch die Eisschmelze beigetragen wird. Die Studie von Matthias Huss ist mittlerweile auch schon etwa 10 Jahre her. Ich finde aber diese Grafik, also es gibt neuere Studien, die aber grundsätzlich nicht sehr viel anders sagen, ich finde diese Grafik sehr interessant. Was wir hier sehen, ist der Anteil der Eisschmelze im Abfluss zum Monat August. An den vier großen Alpenflüssen, dem Rhein, der Rhone, dem Po und der Donau. Und von links nach rechts geht man quasi von dem oberen Einzugsgebiet, das heißt, da ist der Anteil der vergletscherten Fläche noch relativ groß, flussabwärts in Richtung der Flussmündung. Die zwei jeweils linken Balken in Violett und in Orange zeigen zwei unterschiedliche Zeiträume. Der Violette ist ein 100-jähriger Zeitraum, und zwar von Beginn des 20. Jahrhunderts bis Ende 1908 bis 2008, wenn wir es ganz genau nehmen. Der Orangene daneben ist ein sehr viel kürzerer Zeitraum von nur 30 Jahren zwischen 1960 und 1990. Jetzt sind diese Balken eigentlich annähernd gleich groß, wenn wir uns auf die erste Spalte da konzentrieren. Warum? Im Endeffekt haben wir gehört, die Temperatur hat zugenommen, die Gletscher verlieren immer mehr an Masse, aber zu einem früheren Zeitpunkt hatten sie grundsätzlich eine größere Fläche, also es war mehr Fläche, wo Schmelze hat auftreten können. Jetzt haben wir einen kleineren Gletscher mit einer negativeren Massenbilanz, also mehr Massenverlust gesehen auf dieser Fläche, aber absolut ähneln sich halt diese Gletscherspenden. Also weniger Schmelze auf einer großen Fläche ist eben ähnlich viel wie viel Schmelze auf einer kleineren Fläche. Und deswegen da in diesen ersten zwei Balken gar nicht so viel Unterschied. Und dann hat Matthias Huss zwei weitere Jahre ausgewählt, ein sehr gletschergünstiges Jahr in den 70er Jahren in Blau dargestellt und 2003, ich denke, einigen von Ihnen wird dieser Sommer noch in Erinnerung sein, als sozusagen Extremwerte. Und wir sehen durchaus, dass eben diese Gletscherspende im August mehrere 10% betragen kann. Also das heißt, wenn wir in diese hochgelegenen Einzugsgebiete gehen, durchaus in Innsbruck noch, dass da für diesen Monat August eben 20-25% des Abflusses aus dieser Eisschmelze hervorgehen können.
die gleiche Grafik, die gleichen Einzugsgebiete, nur jetzt sozusagen Szenarien mit einem Anstieg sozusagen der Temperatur, aber eben auch mit einer Abnahme der Eisflächen, der Gletscher, und für jeweils 4 Zeiträume über 20 Jahre, 2020, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100. Der interessante Part hier ist, sind eigentlich diese in der, vor allen Dingen in der Schweiz gelegen, auch diese ersten 2 Einzugsgebiete, also selbst Bern eigentlich schon relativ weit weg von den vergletscherten Bergen. Aber wir sehen da noch einen leichten Anstieg dieses Beitrages. Auch für Innsbruck damals noch prognostiziert, entsprechend einen gleichbleibenden Beitrag, und dann sinkt aber dieser Beitrag. Und diese Änderung, also von dem Level, wo wir uns quasi jetzt befinden, hin, sagt man von einem Abflusspeak oder einer Abflussspitze. Das heißt, jetzt, trotzdem, dass es wärmer wird und dass die Gletscher eigentlich bezogen auf ihre Fläche immer mehr Eis verlieren, kommt aber nicht mehr Wasser daher, weil sie einfach schon so klein sind, dass sie nicht mehr so viel Schmelzwasser produzieren können, obwohl sie bezogen auf ihre Fläche eine größere Höhenänderung erfahren. Und das setzt sich natürlich fort über diese verschiedenen Zeiträume. Und dieser Zeitpunkt dieser Abflussspende ist natürlich ein sehr interessanter Punkt in diesem dynamischen System der Gletscher-Abflussbeziehungen auch, weil ab dann bekommen wir weniger Gletscherspende in diesen Sommermonaten. Und zu diesem Thema wollte ich auch da kurz diesen globalen Kontext herstellen. Wir sehen auf der linken Seite einen Ausschnitt für den Alpenbogen. Also da sehen wir, dass wir im Grunde jetzt in der Zeit sind, wo wir diesen maximale Abflussspende eigentlich erreicht werden. Also wenn die Gletscher jetzt kleiner werden, dann kommt halt einfach weniger Wasser daher. Wir sehen aber auch, dass in anderen Gebirgen der Welt und vor allen Dingen im asiatischen Raum, dass es da durchaus noch Regionen gibt, wo es deutlich länger einen Anstieg der Gletscherspende geben wird, bis es sozusagen zu einer Umkehr kommt und weniger Abfluss aufgrund von Eisschmelze produziert wird. Wo ist das Ganze natürlich relevant? Also wenn wir jetzt an Energieerzeugung aus Wasserkraft zum Beispiel denken, die eben jetzt durch diese zusätzliche Spende hier einen Wassereintrag gerade in den trockenen Monaten bekommen, was sich eben in Zukunft da reduzieren kann, erfordert im Endeffekt vor allen Dingen ein verändertes Management der Wasserreserven natürlich von Seiten der Energieerzeuger. Aber wir sind eben da in Größenordnung von 10-20%, und wenn jetzt nicht zusätzlich Niederschlag, was durchaus in einigen Klimaszenarien natürlich auch enthalten ist, zum Alpenbogen getragen wird, dann bekommen wir da eine Reduzierung sozusagen auch in der Wassermenge und damit in der Erzeugungsleistung von Energie. Ein zweiter Raum, der in Bezug auf Gletscheränderungen oft genannt wird, die Gletscherskigebiete. Und ich habe da kurz aufgelistet diese 8 Skigebiete, die es noch gibt. Beim Dachstein kann man fast ein kleines Sternchen dahinter machen, weil außer Langlauf gibt es da jetzt nichts mehr. Das sind die ersten, die Lifte zurückgebaut haben. Aber wir sehen eigentlich eine erste Erschließungswelle so in den 60er, 70er Jahren. Warum wirtschaftlicher Aufschwung, der Tourismus fängt halt zu blühen, selbst Wochenendtourismus, und eine zweite Erschließungswelle in den 80er Jahren, vor allen Dingen auch in Tirol, und dann zum Schluss eben noch der Mölltaler Gletscher. Das Interessante da ist eigentlich die große Änderung, dass damals die Gletscher vor allen Dingen für den Sommerskibetrieb gebaut wurden. Und diese Zeit ist jetzt eigentlich vorbei. Also damals hat man es als
Summer Recreation genutzt, auch die Möglichkeit zu haben, Skifahren zu gehen. Heute geht es vor allen Dingen darum, die Saison zu beginnen, bevor es dann tatsächlich im Tal schneit, also die Saison davon herauszuziehen und am Zweifelsfall auch noch zumindest bis Ostern verlängern zu können. Nachher halten sich dann doch die Besucherfrequenz in den Skigebieten in Grenzen, auch wenn sie noch etwas länger offen haben. Sommerskigebiet so eigentlich nicht mehr, auch wenn der Mölltaler Gletscher und das Kaunertal da zum Teil noch offen haben, aber nicht mehr möglich. Ein Thema in den Skigebieten ist natürlich die Anpassung an diese Veränderungen durch sogenanntes Schnee- und Eismanagement. Also der Versuch, durch Techniken sozusagen das Eis da zu erhalten, wo es wirklich für die Logistik, für die Infrastruktur nötig ist. Das ist schwierig natürlich auf den ganzen Gletscher zu übertragen. Das wird zu viel Ressourcen brauchen, aber wie wir es hier zum Beispiel an der Eiskratzstation am Stubaier Gletscher sehen, also diese Zufahrt wäre jetzt schon längst weg, die Station würde oben auf einem Felsen stehen. Und das Bild ist mittlerweile von 2015, gemeinsam mit Andrea Fischer habe ich da eine Publikation geschrieben, wo wir bereits 2015 die Auswirkungen dieses Eismanagements rückblickend auf die letzten 10 Jahre, also von beginnend in den oder um 2005 ausgewertet haben. Das Ganze ist recht effizient, also man spart 70-80% an Eisschmelze mit diesen Abdeckungen. Zusätzlich kann man natürlich Schnee von den Pisten im Frühjahr oder da, wo der Schnee nicht mehr gebraucht wird, an diese Stellen führen und zusätzlich natürlich mittlerweile, was sich selbst an den Gletschern durchgesetzt hat, beschneien und dann schlussendlich diese Abdeckung durchführen und damit kann man diese Wege oder Zugänge von der Piste, vom Gletscher zu der Infrastruktur, zu der Liftinfrastruktur aufrechterhalten. Von diesen recht angewandten Sachen kommen wir jetzt eher zu Naturprozessen, die gewisse Risiken auch mit sich bringen. Und ein Thema, dem ich mich habe in einem ESS-Projekt auch widmen können, gemeinsam mit Jan-Christoph Otto von der Universität in Salzburg, sind Gletscherseen. Sie sehen hier zwei Ausschnitte. Tatsächlich liegen diese zwei gar nicht so weit auseinander in den Stubaier Alpen. Der linke ist der Sulzenausee und rein, wenn man den sieht, kann man sich schon vorstellen, irgendwie liegt der tatsächlich auch exponiert, also unter einer stellen Felswand, darüber hängt Eis. Und auch im rechten Teil, zwar kleiner der See, aber auch da durchaus vorstellbar, dass es durch Sturzprozesse hier zu einem Austreten, zu einem Überlaufen dieser Seen kommt. Am Sulzenausee ist das tatsächlich passiert. Es war eine Kombination zuerst wahrscheinlich durch ein Überlaufen, schlussendlich hat sich der Ablauf auch weiter eingeschnitten, was zu einer zusätzlichen Entleerung kam. Ich habe mir diese Daten mal kurz angeschaut, das war im August 2017 und hier sehen Sie eigentlich den Verlauf des Niederschlages, das sind die blauen Balken, und des Abflusses am Pegel Krösbach im Stubai. Und man sieht, mit der ersten Starkniederschlagsperiode steigt der Abfluss an, die rote Linie. Und schlussendlich sieht man oben diesen kleinen Zacken drauf. Und wenn man jetzt von der schwarzen Linie quasi bis zu der Spitze des Zackens und zurückgeht, dann hat man ungefähr oder ziemlich genau das Volumen, was in dem See verschwunden ist. Irgendwann in dieser Nacht. Es ist jetzt nicht klar und deutlich, ob wirklich diese Spitze der See ist. Was man aber sieht, und das zeigen die zwei anderen gestrichelten Linien, ist, Haku ist sozusagen eine Hochwasserstufe. Also ein Hochwasser, was alle 10 Jahre einmal auftritt. Haku 30 ist ein Hochwasser, was alle 30 Jahre einmal auftritt. Also schon ein ziemlicher Sprung. Und schlussendlich kann so ein Seeausbruch bei so einem Event genau da diesen Unterschied machen. Dass eben zusätzlich auf ein Hochwasser diese zusätzliche Wassermenge da
zur Folgen führen kann. Tatsächlich hat es sogar den Wilde Wasserweg im Stupa, ich weiß nicht, wer den von Ihnen kennt, da hat es eine Plattform in dieser Nacht mitgenommen. Zu welcher Uhrzeit, kann man nicht ganz nachverfolgen. Ein zweites, oder auch in diesem Future Lakes Projekt, vielleicht wenn man einfach ein bisschen die Augen zusammenkneift, sieht man diese ganzen bunten Flecke. Hier ist sozusagen mit verschiedenen Modellen, mit verschiedenen Oberflächen berechnet worden, wo denn potenziell Seen entstehen können, wenn sich die Gletscher weiter zurückziehen. Stecken ziemlich viele Variablen drin, die Oberflächenneigung vor allen Dingen, aber auch der Massenfluss. Was man weiß, dass eigentlich seit der kleinen Eiszeit 260 Seen in Österreich entstanden sind. Also wenn man jetzt von diesem Maximalstand von vor 170 Jahren bis jetzt schaut, sind ungefähr 260 Seen entstanden. Und aus dieser Studie heraus können weitere 42 Seen, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass weitere 42 Seen mit einer Größe von bis zu 2 Quadrat, oder in Summe mit einer Größe von bis zu 2 Quadratkilometer entstehen. Der Unterschied ist aber, dass natürlich da die Gletscher liegen jetzt eigentlich in den obersten Becken unter den Felswänden. Und wenn da das Eis verschwindet, dann sind natürlich die Seen auch deutlich mehr exponiert, zum Beispiel gegenüber Felssturz, gegenüber Rutschungsprozesse, die in diesem deutlich übersteilten Gelände natürlich wahrscheinlicher sind, wie weiter talauswärts. Ein gutes Zeichen für solche Seen oder sind Übertiefungen, die sich durchpauschen an die Gletscheroberfläche. Das vielleicht ein kleines Alarmzeichen an alle Skitourengeher, die im Winter denken, ja, das ist so flach, da gibt es eh keine Spalten. Also gerade in den Zungenbereich sehen wir, dass die Gletscher mehr oder weniger eher zerfallen, wie dass sie zurückgehen, also da sich Löcher und Spalten auftun. Warum? Am Untergrund wird entweder Sediment ausgewaschen oder es besteht bereits ein See, der natürlich auch vom Untergrund Schmelze erzeugt und damit der Eisverlust nicht nur an der Eisoberfläche, und der Unterschied sieht man halt in diesen Übertiefungen. Ein zweiterer, wirklich wichtiger oder nachvollziehbarer Fakt ist, dass da, wo die Gletscher jetzt zurückgehen, vermehrt Steinschlag und Felsstürze zu beobachten sind. Ebenfalls mein ESS-Projekt gemeinsam mit GeoResearch aus Salzburg, Glacier Rocks, wurde da untersucht. Zum einen, also wir sind tatsächlich in die Randspalte, also in diesem Grenzbereich zwischen Eis und Fels hinuntergestiegen. Das war sozusagen das unterste Level, und auf die Felswände über dem Gletscher wurde ein Monitoring der Oberfläche durchgeführt. Und die wichtigste Erkenntnis war eigentlich, dass 60% des Gesteinsmaterials, was auf den Gletscher fällt, aus diesen obersten 10 Metern über der Gletscheroberfläche kommt, quasi der Bereich, der jetzt eisfrei geworden ist. Das sieht man vielleicht auch ganz gut auf dem rechten Foto. Auf dem linken, in der Gletscherspalte aber auch sehr gut zu sehen, ist diese komplett überfrorene Wand. Also hier sind Prozesse am Wirken, die das Gestein sozusagen vorkonditionieren, da in die Spalten durch Frostwechselprozesse, dass wenn es dann an die Oberfläche kommt, natürlich relativ schnell auch mobilisierbar ist. Ein Phänomen, was natürlich letztes Jahr spontan aufgetaucht ist, ein großes Fragezeichen für Österreich, der Eissturz an der Marmolata. Das ist eigentlich schon, also in Bezug auf Dynamiken haben wir ja gesprochen, es hat schon damit zu tun, dass es auch tatsächlich letztes Jahr passiert ist. Denn im vergangenen Jahr, ich werde nachher nochmal drauf kommen, haben wir in Bezug auf die Gletscher schon ein sehr extremes Jahr erlebt. Denn zunächst hatten wir wenig Winterakkumulation, ein sehr warmes Frühjahr, ein frühes Ausarbern der Gletscher und damit sehr, sehr viel Wasserinput in das System. Und Wasser hat eine Kraft, hat ein Gewicht. Und wenn das irgendwo nicht abfließen kann und sich in Spalten sammelt, dann kann es dann natürlich sozusagen den Hebel ansetzen, dass es an der Marmolata passiert. Wie wir da sehen, ist natürlich, zum Glück passiert das nicht überall, also es braucht einfach eine Summation von verschiedenen Zuständen, dass es dazu kommen kann. Hier etwas diese Beckenlage, dieses Eingekerchte am Anfang, bis eben der Druck so groß war, dass es da zu diesem Ausbruch des Gletschers kam. Leider mit 11 Bergkameradinnen und Kameraden, die da das Ganze nicht überstanden haben.
eben, wo sind solche Sachen natürlich vor allen Dingen wichtig, da wo einfach große Berge, die oft begangen werden, und dass dieses oft, das nimmt mittlerweile viel, viel mehr Bedeutung ein, weil es ist nicht mehr so, dass zwei Alpinisten sich irgendwo und bewegen und es ist fast wie ein Lottospiel, ob es einen jetzt trifft oder nicht, sondern an den gängigen Routen natürlich hat man fast wie eine Ameisenschnur. Das heißt, wenn was passiert, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass es jemanden trifft, recht hoch auch. Ein weiterer wirklich gut zu beobachtender Phänomen, eben, wir haben vorher diesen erhöhten Steinschlag oder den Steinschlag da, wo der Gletscher zurückgeht. Dieser Steinschlag und die Felsstürze, die gibt es auch nicht erst seit heute, sondern die gibt es oder gab es über die letzten 10er Jahre auch. Das Gestein ist zum Teil in das Eis eingebunden worden, beziehungsweise ein klassischer Fall ist auch, wie wir es hier am Jammtal ferner sehen, diese Mittelmoränen, also Gesteinsmaterial, wird von zwei Eisströmen mitgenommen, wird zum Teil in das Eis eingebunden und jetzt, wenn das Eis aufschmilzt, kommt dieses Gesteinsmaterial wieder zum Vorschein. Hat im Grunde zwei Wirkungen. Zum einen, da wo sich diese Gesteinsschicht dick genug auftürmt, wird sogar die Eisschmelze reduziert. Das zweite ist aber, dass dieses Material natürlich leicht befütterbar ist im Falle von Starkniederschlägen, sobald es also dem Gerinne zugeführt wird. Wir haben in dem Projekt Hidden Ice die Schuttbedeckung untersucht für Österreich und die Entwicklung. Und Sie können das hier am Beispiel des Jammtal ferner sehen. Und wenn wir uns allein die unteren drei Bilder von 15, 16 und 2020 anschauen, dann sieht man doch, wie rasch das in den letzten Jahren geht, dass diese entweder Gesteine ausschmelzen beziehungsweise zusätzlich auf die Gletscheroberflächen an den Gletscherrändern fallen. Und das Ergebnis ist eigentlich, dass wir haben das für ganz Österreich ausgewertet, nicht nur für den Jammtal ferner, dass die Zunahme seit den 80er Jahren ungefähr auf 10-20% der Gletscherfläche zutrifft. Wohlgemerkt die Gletscherfläche von heute, also immer bezogen auf den jetzigen Gletscherstand. Man sieht natürlich auch, dass es je nach Gebirgsgruppe recht unterschiedlich ist. Das hängt natürlich mit der Geologie, mit der Lithologie zusammen. Also es gibt Gebiete, die präferenziell auf ihre Gesteinsart natürlich mehr sozusagen liefern können, wie Gebiete, wo ich recht kompakten, festen Fels habe. Ebenfalls in dem Projekt Hidden Ice haben wir uns Landschaftsveränderungen angeschaut, die der Gletscherrückgang mit sich bringt. Und ich möchte da mit dem roten Punkt eigentlich highlighten, genau das Gebiet da, wo sich die Gletscherzunge zurückzieht. Und wie man vielleicht erkennen kann, ist, dass dieses grün gesprenkelten Punkte, also eigentlich sobald das Eis zurückgeht, haben wir zum Teil Entwicklung von Vegetation. Das geht zum Teil relativ schnell. Und das Zweite ist natürlich Ödland, beziehungsweise eben locker Sedimentflächen, die da zum Vorschein kommen und wenn sie nah genug eben am Abfluss, am Gerinne sind, auch mobilisierbar werden. Und damit sind wir eigentlich bei der gesamten Kette vom Geschiebetransport und wieder diese gesellschaftliche Relevanz, die wir hier sehen. Zum einen links oben nochmal der Jammtal ferner mit diesem Geschiebe und darunter die Wasserfassung, die sich weiter flussabwärts befindet, mit einem Geschiebefangbecken, was eben regelmäßig ausgegraben werden muss, weil dieses Gesteinsmaterial bis dahin durchtransportiert wird und damit es eben nicht in das Wehr, in die Wasserfassung gerät, eben da dem Fluss entnommen wird. Im rechten Teil sieht man das Skigebiet im Kaunertal mit der Weißseespitze, auch da eigentlich die ganze Wand zurzeit in Bewegung und darunter das Skigebiet, also vor allen Dingen in den Sommermonaten da auch ein Thema. Ich möchte mit den letzten Folien nochmal auf den Begriff Dynamik kommen, beziehungsweise auch Klima, weil Klima ist ja eigentlich ein 30-jähriger Zustand, aber eben nicht der Mittelwert, sondern Extreme gehören auch dazu. In Bezug auf Gletscher haben wir im vergangenen Jahr ein Extrem erlebt. Sie sehen hier die Massenbilanz am Hallstätter Gletscher. In Blau ist die Wintermassenbilanz, also wie viel Schnee ist über den Winter liegen geblieben.
in Rot, wie viel ist im Sommer geschmolzen, Schnee und Eis. Und die Bilanz daraus ist dann der gelbe Streifen, also schlussendlich die Massenbilanz. Die Massenbilanz lag am Hallstätter Gletscher, ähnlich wie am Hinteraisferner bzw. auch an den anderen Massenbilanzgletschern in Österreich, gut bei dem 2- bis 2,5-fachen des normal üblichen Massenverlustes. Warum? Zum einen natürlich die Lufttemperatur, aber ich möchte da mit den Webcam-Bildern nochmal den Verlauf des Jahres zeigen. Wir haben sehr wenig Winterakkumulation am Ende des Jahres, darauf Sahara-Staub, der zusätzlich die Schmelze fördert, in denen der Schnee halt sehr dunkel ist, sehr viel Strahlung aufnimmt oder Energie aus der Strahlung aufnimmt. Dieser schnelle Schneedeckenverlust bringt wiederum das Eis zum Vorschein, und das Eis grundsätzlich natürlich hat auch eine geringere Albedo. Das heißt, es nimmt mehr Energie aus der Strahlung auf und schmilzt dadurch schneller. Und wir sehen rechts unten, dass quasi, und das trifft auf einen Großteil oder auf die meisten der Gletscher im vergangenen Jahr zu, eigentlich keine Rücklagen aus dem Winter übrig geblieben sind. Ich glaube, die Zahlen eben ganz spannend. Nur kurz, wenn man etwas die Augen zusammenkneift, da steht immer ein Dreier davor. Ich habe vorher gesagt, normalerweise ist es 1 Meter pro Jahr im Schnitt. Also hier sehen wir so diese 2-2,5-facher Massenverlust gegenüber den anderen Jahren, selbst den anderen Jahren zuvor. Damit bin ich auch schon langsam am Ende der Präsentation. Womit ich mit den nächsten 2 Folien nochmal hinweisen möchte, ist, dass es natürlich schön ist, dass wir rausgehen und messen und vor allen Dingen auch die Langzeitmonitoring-Geschichten machen. Aber es ist auch sehr wichtig, dass wir eigentlich unser Wissen und die Daten sozusagen nach außen tragen. Dieser Wissenstransfer, in unserem Falle versuchen wir eben diese Monitoring-Projekte, die da sehr anschaulich sind, dafür aufzubereiten. Nieder am Dachstein, Sie können hier eine Online-Massenbilanz sehen, die auch auf der Homepage abrufbar ist. Also der Stand, wo befinden wir uns heute. Das Ganze ist keine Messung, es ist ein Modell. Aber im Grunde sieht man ganz gut, und das ist zum Beispiel die Situation von diesem Jahr. Lange Zeit war der Winter jetzt nicht so super, aber jetzt im Mai hat er deutlich aufgeholt. Also am Dachstein schaut es zur Zeit von der Schneelage gar nicht so schlecht aus. Und ein weiterer Wissenstransfer-Tool, was ich Ihnen nahelegen möchte, ist AppTown. Dafür haben wir den Werbepreis des Landes Oberösterreich bekommen im vergangenen Jahr in der Kategorie Nachhaltigkeit nutzen. Und ich glaube, wenn ich jetzt drauf drücke, fängt es an zu laufen. Tatsächlich sieht man oben die Zahlen, können Sie dann am besten selber am Display lesen, also es hinterlegt mit Flächenvolumensänderungen, Informationen. Das heißt, das ist das Produkt, was wir über unsere wissenschaftlichen Publikationen, über die Datensammlungen versuchen, zusätzlich zu erstellen, um eben unsere Kenntnisse zum einen hinauszutragen und eine Sensibilität für das Thema, vor allen Dingen für das Thema Klimawandel in der jetzigen Zeit zu erzeugen. Da eine kurze Anmerkung, auch das ist eigentlich ein Prozess, den wir jetzt sehen, dass selbst die großen Gletscherflächen mehr und mehr in eher kleinere Teilflächen zerfallen. Das ist nicht nur am Hallstätter Gletscher so, sondern das ist eigentlich in allen vergletscherten Gebirgsregionen in Österreich anzutreffen. Okay, damit wäre ich am Ende meiner Präsentation und ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, lieber Kai, für diese Präsentation. Wir waren ja schon gemeinsam auf Pressereise
am Jammtal ferner und das ist so hoch oben, dass man sich da in Österreich duzt und wir haben uns vereinbart, dass wir dabei bleiben, auch wenn wir jetzt wieder mehr auf Meeresniveau miteinander interagieren. Also man muss schon ziemlich viel Mut haben, um in Gletscherspalten runterzusteigen und man muss auch ziemlich viel Mut haben, um ein Auditorium wie dieses einfach 30 Sekunden schweigend dem Schwinden der Gletscher zuschauen zu lassen. Ich gratuliere dir dazu und ich nehme an, es gibt ganz viele Fragen, die aus dem Publikum kommen. Es ist so, wir stehen hier im Gegenlicht. Ja? Also ich kann, auch wenn ich die Leute gut kenne, oft nicht sagen, wer es ist. Aber Helmut Habersack hat so eine unnachahmliche Art von Winken. Ich weiß, er stellt jetzt die erste Frage ganz hinten. Und ich bitte, auf das Mikro zu warten. Dieser Vortrag wird derzeit schon aufgezeichnet seit Beginn und wird dann auf YouTube auch verfügbar sein. Helmut Habersack, bitteschön. Ja, lieber Kai, ich möchte herzlich gratulieren, auch in meiner neuen Funktion als Vorsitzender des Nationalkomitees Geo-Hydro, weil ja Geo und Hydrologie hier wunderbar zusammengeführt wurden. Eine sehr beeindruckende Studie oder Serie von Studien. Wir haben zuletzt auch in Bezug auf die Kommissionshydrologie des Rheingebietes auch die Schweizer Gletscher angeschaut, also wir, nicht ich, sondern die Schweizer Kollegen und deutschen Kollegen. Und da ist eine vergleichbare Zahl rausgekommen, dass im Extremfall, wenn die vor allem die Schweizer Gletscher weg sind, aber auch jene in Vorarlberg, dass wir im Sommer, August beispielsweise, am Rhein -25% Durchfluss haben, würde umgelegt jetzt bedeuten, dass die Schiffe nicht mehr fahren können in Deutschland und in Holland, Niederlanden. Das wäre eine katastrophale wirtschaftliche Situation und die Folge jetzt ist aber die, dass jetzt ausgerechnet wurde, wie viel Wasser fehlt, wie viel Wasservolumen und wo könnte ich jetzt den Gletscher kompensieren. Und da kommen die ersten Forderungen, müsste ich die Schweizer sehen dann, wir waren am Bielersee zu dem Zeitpunkt, wo diese Studienergebnisse präsentiert wurden, könnte man nicht Wasser aus der Schweizer Seen ablassen oder könnten wir aus den Stauseen Wasser ablassen. Die Schweizer Kollegen sind aufgesprungen dort, werde ich nie vergessen, das war vor 2 Monaten, haben gesagt, das geht auf keinen Fall, weil wir brauchen ja die nachhaltige Energie, siehe Ukraine-Krieg, wir können nicht die Stromproduktion jetzt einstellen, damit die Schiffe fahren können. Das führt dann zu sozioökonomischen Schwierigkeiten im ganzen Rheineinzugsgebiet bei hochentwickelten, industrialisierten Ländern. Und wir wissen bis jetzt nicht, wie wir damit umgehen sollen. Also wie werden solche Konflikte hoffentlich nicht kriegerisch ausgetragen, sicher nicht im Bereich des Rheineinzugsgebietes. Aber es hat sofort gezeigt, was die Reaktionen sind, was ist jetzt wichtiger und so weiter. Und wie würdest du jetzt das, wenn ich auch du sagen darf, das Ganze einschätzen in Bezug auf die Donau? Es ist ja auch gezeigt worden ein bisschen. Oder worauf müssen wir uns wirklich einstellen in dieser Frage und welche Lösungsansätze könnte es geben, den Gletscherschwund dann zu kompensieren? Brauchen wir noch mehr Speicher mit allen ökologischen Folgen, die daraus wieder für die Fische etc. kommen würden? Weil ich könnte ja sagen, ich steuere das Wasser zum Zwecke der sommerlichen Aufbesserung des Durchflusses auf und lasse es dann ab und verzichte dort auf die Energieproduktion. Also ein sehr diffiziles Problem, das sehr viel mit gesellschaftlich relevanten Fragestellungen zu tun haben und auch das ist im ESE so ein großes Thema, dass wir hier transdisziplinär auch arbeiten müssen. Aber wie würdest du diese ganze Situation einschätzen? Dankeschön. Also ich denke, wir fangen mal damit an. Beim Rhein hat es Helmut Habersack beschrieben, wie ist es mit der Donau? Und dann, glaube ich, bist du ja nicht Schifffahrtsexperte, aber vielleicht aus Sicht dieser Frage des Gletscherschwundes dazu was zu sagen, das werden wir natürlich versuchen, oder? Ja, danke Helmut für diese Fragen. Kurz, ich glaube, ich möchte am Anfang einen Satz loswerden. Man muss ja nicht auf die Stromproduktion verzichten, man muss bloß auf das Geld verzichten. Also man könnte ja trotzdem Strom produzieren, während man dieses Wasser hinauslässt. In Bezug auf die Donau, wenn ich mich recht erinnere, ist dieser Beitrag tatsächlich etwas geringer. Gegenüber dem Rhein und betrifft vor allen Dingen Jahre natürlich mit extremen Situationen, wie wir es zum Beispiel 2003 auch hatten. Die Frage ist eben, oder man müsste es eben ausloten, ob es gegenübersteht, dass man für 1 oder 2 Jahre in 30 Jahren eben so einen Aufwand macht. Die Frage ist natürlich, was wird das neue Normal? Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man natürlich, eben es ist eine wirtschaftliche Überlegung, also man kann natürlich, wenn man mehr Wasser
Auffangflächen auch zur Verfügung stellt, natürlich die Schneeschmelze zunächst zurückhalten und dann langsam freigeben für solche Situationen, ist vor allen Dingen eine ökonomische Frage halt, ob das sich rechnet, ob das jemand macht. Ich würde sagen, das Potenzial wäre da dafür. Ja. Ja, vielen Dank. Ich schaue jetzt in die Runde. Gibt es weitere Fragen? Am Anfang ist ja das immer ein bisschen zögerlich. Georg Brasseur hier drüben. Auch danke für den interessanten Vortrag. Man sieht ja immer wieder so Aktionen, man deckt jetzt den Gletscher teilweise ab mit Folien. Ist das was Sinnvolles oder ist das eigentlich viel Aufwand für nichts? Danke. Kurze, knappe Frage. Ja, genau. Es ist tatsächlich viel Aufwand, definitiv. Und deswegen wird es einfach nur auf Flächen angewandt, die wirklich wichtig sind. Es gibt da ganz eine interessante Diskussion zurzeit, weil diese im Endeffekt sind das Plastikvlies, die da liegen. Es hat vor allen Dingen auch einen ökologischen Touch zurzeit, diese Fragestellung Mikroplastik. Die Vlies verbinden sich mit dem Eis, die werden wieder abgerupft. Es bleibt einfach das Plastik auf dem Gletscher liegen, bindet sich da ein. Also das heißt, rein von der Anwendung her und von der Effizienz funktioniert es. Ich glaube, der nächste Schritt wäre jetzt da wirklich ökologisch vertretbare Materialien vielleicht zu finden, die ähnlich gut performen, das muss man auch sagen. Sie sollten ja reißfest sein, UV-fest, gibt es sehr viele Randbedingungen, aber grundsätzlich funktioniert es und ich denke für den Betrieb, also wenn man den Betrieb der Infrastruktur, die eh schon dasteht, aufrechterhalten mag, ist es durchaus ein brauchbares Tool, ja. Und wir sollten das Plastik CO2-frei produzieren, oder? So, gibt es weitere Fragen? Ja, Andreas Schwarz, hier vorne. Ich habe Sie auch gesehen. Ja? Ich hätte zwei Fragen, nachdem ich mit EWIS bin, mich an und ab in Seminaren mit dem Beginn der kleinen Eiszeit und dem Klimawechsel interdisziplinär mit Kollegen von der Biologie beschäftigt habe. Letzten Endes hatten wir im 14. Jahrhundert und im 15. Jahrhundert gewaltige Auswirkungen durch die kleine Eiszeit und einen gewaltigen Klimawechsel. Offensichtlich haben wir jetzt die Schwierigkeiten seit 1860 circa mit dem Ende der kleinen Eiszeit fertig zu werden und letzten Endes werden wir uns genau wie wir uns da historisch am Beginn der kleinen Eiszeit anpassen mussten, auch daran anpassen müssten. Und ich fürchte, die Produktion von Plastikvlies wird nicht eine Dauerlösung sein können, überhaupt, wenn man bedenkt, dass die EU die Plastikproduktion total einschränken will. Das ist das eine. Und die zweite Frage ist, natürlich haben wir schon im letzten Sommer gesehen, dass der Wassermangel etwa auch in Frankreich zum Stilllegen von Atomkraftwerken führt, weil das Kühlwasser fehlt. Die Frage ist, wie man mit einer Energieproduktionsplanung in die Zukunft planen will, wenn einem das Kühlwasser ausgeht. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das ist ja ein ganzer Fragenkranz in Richtung, was für Anpassungsmöglichkeiten sind denn überhaupt am Tisch und welche quasi Risikospiralen, wie etwa, wir können kein Kühlwasser mehr für die Kraftwerke haben, haben wir denn schon in Gang gesetzt? Ich weiß, du bist kein Anpassungsexperte, aber gibt es Dinge, die du dazu gerne, auf die du gerne hinweisen möchtest? Ja, danke für die zwei Fragen und ich fange vielleicht bei der zweiten an. Also es ist durchaus ein sehr spezifisches Problem natürlich, die Kühlung auch der Atomkraftwerke. Aber die Frage ist natürlich jetzt zum einen, also man muss das natürlich durchdenken und es gibt Klimaszenarien und
Natürlich sind vor allen Dingen diese Extreme natürlich in den Klimaszenarien immer sehr, sehr fragwürdig. Also wie werden sich diese entwickeln? Also das ist tatsächlich das, was mit den größten Unsicherheiten eigentlich gegenüber mittleren Zuständen behaftet ist. Und vor allen Dingen auch in Bezug auf Abfluss ist der Niederschlag das große Fragezeichen. Noch mehr wie die Temperatur. Und schlussendlich eben, weil wir vorhin gesagt haben, wie groß ist dieser Anteil der Gletscherschmelze, also wenn man jetzt das Bezug auf den Gletscher, würde ich jetzt prinzipiell sagen, dass dieser Anteil der Gletscherschmelze dann wahrscheinlich jetzt nicht das Zünglein an der Waage ist, sondern also da haben wir, brauchen wir schon größere Änderungen natürlich. Und wenn ich mich richtig erinnere, die erste Frage war in Bezug auf, warum können wir jetzt nicht mit dem leben, was vor der kleinen Eiszeit war? Prinzipiell würde ich sagen, ich bin etwas froh, dass es so umgeht, weil im Mittelalter war es sicher nicht fein, mit Blick auf die Ernährungssicherheit auch ist es sicher gut. Es hat sich durchaus was verändert, wir sind deutlich mehr auf diesem Planeten, wir haben sehr, sehr viel mehr CO2 in der Atmosphäre, also wir haben Prozesse in Gang gesetzt, die es eben damals auch davor in der Dimension nicht gab. Also der anthropogene Footprint ist definitiv größer, unabhängig von den, ich sag mal, natürlichen Veränderungen oder Variabilität des Klimas. Ja. Okay, also es gibt, das sagt man, no new normal, sondern ein neues Abnormal ist ja dafür irgendwie die Bezeichnung. Hinten in der, ja genau, da gibt es jetzt zwei Personen, der Herr im hellblauen Hemd war zuerst und vielleicht, wenn Sie schon dort in der Gegend sind, sammeln wir diese zwei Fragen vielleicht gleich, ja? Bei der nächsten Jahrhundertwende werden wir nur mehr Reste unserer Gletscher haben, die natürlich nicht einfach nur die Fortsetzung der Eiszeit sind, sondern sie sind im Wesentlichen wieder neu gekommen. Dort, wo heute die Reste des schäbigen Pasterzengletschers liegen, sind vor 8000 Jahren sind 100-jährige Zirben gewachsen. Zur damaligen Zeit, das war eine Periode von vielleicht etwa 1500 Jahren, waren die Treibhausgase in unserer Atmosphäre, also kumuliert CO2 und Methan, vielleicht bei knapp über 300 ppm. Heute halten wir bei praktisch 500, wenn wir die beiden zusammenlegen. Was war die Ursache für diesen dramatischen Rückgang damals bei sehr viel geringeren Treibhausgasen? Ist es vielleicht die Dynamik der enormen Änderung in der Albedo in der Nordhalbkugel oder ist es ein anderer Prozess? Vielen Dank und wir nehmen die nächste Frage da. Ja, ganz genau. Ja, ich gehe ein bisschen mehr an zur Gegenwart. Sie sind, vielen Dank für einen interessanten Vortrag. Ich frage mich, Sie als Gletscherforscher, was ist für Sie die ideale Größe des Gletschers? Ich frage deshalb, weil in dem Abtauen, das Sie gezeigt haben, ist dieser Text, die kleine Eiszeit, dem Gletscher geht es gut. Aber wie Sie selbst gesagt haben, den Menschen ist es vielleicht nicht so gut gegangen. Es hat große Probleme in der Landwirtschaft gegeben, wegen der kleinen Eiszeit. Also sozusagen, ist je größer der Gletscher, umso besser? Oder was ist der ideale Gletscher? Okay, also das sind jetzt, lass dich auswählen, ob du zuerst mit dieser Frage also CO2-Niveau in der Atmosphäre und Gletscherstand oder mit dieser Frage, wann fühlt sich ein Gletscher am besten, anfangen möchtest? Ja, ich würde sagen, wir gehen nach der Reihenfolge der Fragen. In Bezug auf Ihre Frage ist natürlich, was ist jetzt Ursache und was ist Wirkung? Also wo fängt dieses Klimasystem an und was sind die großen Treiber in diesem System? Und wir haben sehr großen Energieaustausch über die Meeresströmungen. Natürlich der solare Energieinput, der gewisse Zyklen hat.
Und es werden Feedback-Prozesse in Gang gesetzt, wie Sie auch schon richtig gesagt haben, eben vor allen Dingen die Albedo und den Polargebieten eben sehr wichtig. Und das sind Feedback-Prozesse, die Feedback im Sinne oder positive Feedback, die Sie von selber verstärken. Also mehr Eis, höhere Albedo, mehr Reflexion, weniger Energieaufnahme, es wird kälter. Genauso in die andere Richtung. Also das sind Feedbackschleifen, die kommen, und ich glaube, wir sind da noch weit davon entfernt, dass wir da wirklich jedes Puzzlestück in diesem Klimaspiel verstehen. Wir wissen natürlich Proxys eben durch Messungen, wie es damals war, und über diese Proxys können wir Temperatur zum Beispiel sozusagen reproduzieren. Also wir haben eine Idee davon, aber grundsätzlich die Ursachen und die Witterung von damals, das ist nach wie vor schwierig nachzuvollziehen. Genau. Also das heißt, hier wird das Ganze eben sehr komplex, aber der Fakt ist eben, wie Sie schon richtig gesagt haben, dass einfach die Treibhausgase sich in ihrer Konzentration deutlich unterscheiden, und dass natürlich die Verbrennung fossiler Energieträger das der Auslöser. Ja. Also die Feedback-Prozesse, diese positiven Feedbacks sind bei einem anderen CO2-Niveau auch dann andere, wenn ich... Ja, genau, also jetzt befinden wir uns eigentlich es ist trotzdem ein positiver Feedback-Prozess in dem Sinne, dass es sich selber verstärkt. Ja. Wir empfinden ihn als negativ, weil natürlich in den Polarregionen, es wird wärmer, es kommt zu weniger Eis, also auch der Ozean wird wärmer, es bildet sich weniger Eis, damit bleibt die Albedo gering, es kann viel Energie vom Wasser aufgenommen werden, es heizt sich dadurch weiter auf und wird wieder wärmer, also es ist sozusagen eine positive Feedbackschlaufe, die sich selber verstärkt und die schwierig aufzuhalten ist. Wie ist das mit dem Gletscher und der kleinen Eiszeit und wann geht es ihm gut? Das war ja jetzt auf die Provokation in eurer App Town App auch eine entsprechend provokante Reaktion. Ich finde auch den letzten Satz ganz gut, Ende Gelände. Tatsächlich ist dieses Projekt, und das, ich glaube, das ist auch so vielleicht ein kleines Role Model für so Wissenstransferprojekte. Das ist jetzt nicht von uns oder mir Wissenschaftler geprägt. Also wir haben die Daten zur Verfügung gestellt. Wir haben sozusagen den wissenschaftlichen Background gegeben. Die Visualisierung und auch die Texte liegen einfach bei jungen, hippen Unternehmen, die vielleicht auch ein Stück weit die Sprache der jetzigen Generation sprechen. Und deswegen sind wir da gar nicht so sehr reingefahren in die Texte, die Sie auch produziert haben. Wichtig war uns, dass einfach dieser wissenschaftliche Background da ist, das nachvollziehbar ist, das steht dann irgendwo ganz unten auf der Seite, wo die Daten herkommen, was wir damit gemacht haben. Also dass wir nicht irgendetwas sozusagen herzeigen, sondern dass das wirklich fundiert ist. Die richtige Größe ist natürlich, tatsächlich hat natürlich eine gesellschaftliche Relevanz, weil die Frage ist, wenn man davon abhängig ist, dann kennt man natürlich auch die Größe, die man hat. Vielleicht ist man zum Teil momentan davon abhängig, dass sie kleiner werden. Also im Sinne, wenn wir wieder an die Gletscherspende gehen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht allgemein beantwortbar. Ja, ja, also ich finde das aber ein wirklich interessantes Phänomen, wenn man das aus der Hand gibt als Wissenschaftler und sagt, wir haben für die Hintergrunddaten die Qualitätssicherung, und dann macht jemand anderer die Interpretation. Mhm. Ja, und nehmen wir mal an, dir würde diese Interpretation überhaupt nicht passen. Ja? Und du würdest sagen, nein, das will ich nicht. Ich will nicht, dass die Gletscher hier als eine Entität, der es gut geht, dargestellt werden. Gletscher sind keine bewussten Wesen, die Gefühle haben. Ja? Ich habe so ein Problem mal mit Filmemachern gehabt und diskutiert, wo ich gesagt habe, nein, das ist nicht so. Jetzt frage ich dich, ist das... Also, ihr habt euch entschlossen, keinen Aushandlungsprozess zu machen, sondern die machen zu lassen. Und was hat das auch
potenziell negative Wirkungen auf eure Glaubwürdigkeit? Könnt ihr euch das leisten? Also ich provoziere jetzt noch ein bisschen, aber ich glaube, das hältst du aus. Ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass wir die Sprache sprechen der Generation, die wir erreichen wollen damit. Und das sind definitiv vor allen Dingen auch die nächsten Generationen. Und eben, was in dem Prozess passiert ist, wir haben natürlich schon gesagt, zu dem Zeitpunkt war der Gletscher im Gleichgewicht. Die Übersetzung war halt, dem Gletscher ging es gut. Wir sind nicht dazwischen gegangen und haben gesagt, okay, wenn das die Sprache ist, die verstanden wird, dann lassen wir das mal so. Der wissenschaftliche Hintergrund war, und das schließt vielleicht auch nochmal etwas an die Frage an, es gibt eigentlich kein Gletscher im Gleichgewicht. Also dadurch, dass die Gletscher eigentlich in ihrer Ausdehnung, in ihrer Reaktion immer der Massenbilanz hinterherrennen, die sogenannte Reaktionszeit, die je nach Region sehr unterschiedlich sein kann, von wenigen Zehnerjahren bis 20, 30 Jahre, bis der Gletscher eigentlich auf eine Änderung reagiert. Dieser ist quasi immer ein Nachlaufen und ein Pendeln und nur ein Zustand. Und es gibt eigentlich keinen Gletscher, der wirklich im Gleichgewicht ist. Also deswegen gibt es wahrscheinlich auch nicht den optimalen Gletscher, den man dann festhalten kann und sagt, da bleibst du jetzt. Da treffen sich Glaziologie und mein Feld, die Umweltgeschichte. Wir wissen, die Natur ist immer dynamisch und die Menschen haben, seit es sie gibt, ziemlich viel Energie aufgewendet, die Dynamik der Natur aufzuhalten. Und das kostet halt viel Energie. Ja. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum, das jetzt sogar hinten von der Sonne beschienen wird? Ja, bitte hier, ich glaube, sehen Sie eh. Herr Werli. Ja, danke für den spannenden Vortrag. Ich bin aus der Schweiz und bei uns gibt es eine Diskussion, wem gehören eigentlich diese neuen Ländereien da in den Hochalpen? Gehören die den Kraftwerkgesellschaften, die das jetzt als Stauraum nutzen, oder gehören sie den Pionierpflanzen, die, wie Sie schön gezeigt haben, diese Vorfelder jetzt erobern und zu neuen Alpweiden machen, und dann würden sie ja der Alpwirtschaft gehören. Haben Sie als Naturforscher eine Haltung dazu? Ich denke, und das ist natürlich auch in gewisser Weise ein Bezug zum, also ich sitze bzw. forsche auch viel in Tirol, wo natürlich auch Wasserkraft ein großes Thema ist. Es ist natürlich ein gesellschaftlicher Diskurs und es sollte auch jedes Projekt durch diesen gesellschaftlichen Diskurs gehen, im Rahmen von Offenlegung, Umweltverträglichkeitsprüfungen. Das ist definitiv wichtig in meinen Augen, dass dieser gesellschaftliche Diskurs eingespannt wird, aber auch aus beiden Richtungen. Weil oft ist, wenn einem was vorgesetzt wird, dann sagt man schnell, ich bin dagegen. Wenn man vielleicht mit etwas konfrontiert wird, dann fängt man vielleicht erst an zu überlegen, okay, wofür ist das denn eigentlich gut und was steckt denn dahinter? Also ich glaube, dieser Diskurs geht definitiv in beide Richtungen auch. Ja. Ich weiß, in der Schweiz ist es natürlich eben auch schnell mal möglich zu sagen, ich bin dagegen, ohne drüber nachzudenken. Ja, aber das war jetzt eigentlich ein Plädoyer für transdisziplinäre Projekte, in denen frühzeitig diejenigen, die da einen Eigentumsanspruch haben, eingebunden sind, oder? Wenn ich dich interpretieren darf. Ich frage nochmal, ob es noch eine weitere Frage gibt. Wenn sich jetzt nämlich nicht sehr schnell jemand meldet, würde ich dir noch gerne eine Frage stellen. Wir haben jetzt viel gehört von Temperatur. Du hast deutlich gemacht, Witterung und Klima sind zwei ganz verschiedene Parameter. Du hast auch ein-, zweimal das Wort Niederschläge erwähnt. Ich habe da jetzt nicht so richtig wirklich mitgekriegt, was ist der Beitrag der Temperatur und was ist der Beitrag des Niederschlags? Wo würdest du sagen, ist das, du hast ja auch vom Prozessverständnis geredet, wo ist das, was ihr an Beiträgen zum Prozessverständnis geleistet habt, wo wissen wir jetzt, was wir vorher nicht gewusst haben? Brutale Frage, also ich habe mal eine Vermutung geäußert in diese Richtung Temperatur versus Niederschlag, vielleicht liege ich ganz falsch, aber wenn du pitchen müsstest, ganz schnell noch,
What's the highlight? Was ist es? Was wüssten wir ohne dich nicht? Okay, ich glaube, an dem Punkt ist es so, dass wir jetzt angefangen haben, wirklich diese Veränderungsprozesse zu monitoren, zu dokumentieren. Und dieses Monitoring, diese Dokumentation ist natürlich die Grundlage für jedwede Modellierung. Das heißt, wenn wir Szenarien für die Zukunft entwerfen wollen, brauchen wir diese Feld, auch sehr feldlastigen Studien natürlich. Und es bleibt immer die Hoffnung auch, dass diese Projekte vielleicht auch diese Möglichkeit haben, zumindest dieses einmal installiertes Monitoring-Konzept über diese typischen 3 oder 4 Jahre, was so ein Projekt dauert, hinaus aufrechthalten zu können. Aber ich glaube, wir sehen jetzt Prozesse, die wir einfach, die doch längere Zeit nicht in diesem Detailgrad auch dokumentiert werden konnten. Es haben sich natürlich die Methoden geändert. Und ich glaube, da liegt es an uns, diese Methoden also wirklich nochmal mit diesen neuen Methoden Monitoring-Konzepte aufzustellen, die uns dann eigentlich erst richtig ermöglichen, die Prozesse oder die Summation der Prozesse sozusagen und das Zusammenspiel zu analysieren. Ja. Das ist die typische Forscherantwort, mehr Forschung. Aber jetzt, ich will es aber wissen, wie ist es mit dieser Frage, sind die Gletscher mehr niederschlags- oder mehr temperaturabhängig oder nicht? Sie sind albedoabhängig. Also er gewinnt, dieses Match. Ja, ja, vielleicht drei Sätze zu dieser kurzen Antwort. Es ist ja tatsächlich so, wenn der Winter 2 Grad wärmer verläuft, das interessiert den Gletscher jetzt nicht so sehr, weil es wird wahrscheinlich trotzdem schneien. Was zählt, ist halt am Ende des Winters schon mal die Winterakkumulation, weil je eher der Gletscher sozusagen schneefrei wird und diese dunkle Eisoberfläche zum Vorschein kommt, das ist halt einfach ein Faktor 2 von der Schmelze her. Also während halt, 5 cm Wasseräquivalent an Eis oder an Schnee schmelzen halt mit der gleichen kurzwelligen Strahlung einfach 10 cm Wasseräquivalent an Eis. Und das macht einen großen Unterschied. Und da spielen eben solche Events, aber eben man sieht diese Eventlastigkeit auch wie Sahara-Staub zum Beispiel auf dem Schnee, beschleunigt natürlich diesen Prozess, so wie im vergangenen Jahr. Also es sind sehr, sehr viele kleine Bausteine, die eben zusammenkommen und das Verständnis ist eben, dass es nicht linear ist, sondern dass, so wie im vergangenen Jahr, wenn dieses alles zusammenkommt, kein Neuschnee im Frühjahr, Sahara-Staub drauf, kein Schnee im Winter, dann bekommen wir halt solche Extremzustände. Und dann sind die Gletscher halt einfach an der halben Zeit weg gegenüber dem, was wir bis jetzt alles annehmen, wenn sowas sich häuft. Also dann kann ich nur mehr sagen, ich persönlich wünsche den Gletschern eine weiße Weste. Dem schließe ich mich an. Dem schließt du dich an. Also herzlichen Dank fürs dabei geblieben sein, auch denen, die das jetzt auf YouTube für die Ewigkeit, bis das Internet zusammenbricht, konserviert sehen können. Dir, lieber Kai, vielen herzlichen Dank. Das war, glaube ich, unglaublich weit gespannt. Ich glaube, es ist dir sehr, sehr gut gelungen, uns in deine Gletscherwelt mitzunehmen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die du da hast. Also komplexes Prozessverständnis und eine Einsicht in die Dynamik dieser alpinen Räume, mit der wir umgehen müssen durch Anpassung und die wir nicht durch noch so viele Plastikvlies-Auflagen auf Gletscher beherrschen werden. Vielen herzlichen Dank an Sie alle und es gibt, wie Präsident Fassmann ja schon gesagt hat, unten noch die Möglichkeit einer kleinen Erfrischung. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ja, okay, danke.